Recht herzlich willkommen zur sechsten Folge von Factorio. Und zwar wollen wir weiter forschen. Der Michael hatte mir geschrieben, dass ich das hier oben den Fortschritt sehe, da drinne. Und T drücke ich jetzt mal, dann kann ich auch forschen. Und ich soll ja das Auto forschen, glaube, damit ich da schneller hinkomme. Und dafür muss ich das und das haben. Aber erstmal muss ich Logistik 2 haben, um dann weiter voranzukommen, denke ich mal. Also machen wir das doch mal. So, wir hatten letztes Mal aber... Sag schon, die Montagemaschine 1 erforscht. Und die kann ich doch machen, oder? Oh, jetzt mache ich hier unten ja so viele davon. Na, jetzt habe ich ja auch zu viele hiervon gemacht, ne? Ich glaube, ich lösche da mal erstmal was weg, ne? So, dann wird das mal weniger erstmal. So, dann haben wir auch gleich wieder die Möglichkeit, dann direkt was zu machen. So, den mache ich mal. Dafür brauchen wir diese Teile alle. Und dann schauen wir mal, ob wir da nicht was automatisieren können. So, das kann weg. Wir stehen hier. Dauert noch eine Weile, bis wir jetzt hier... Da schmeißen wir mal die rein. Und die schmeißen wir da rein. Sollte funktionieren, oder? So, jetzt haben wir hier ein Teil fertig. Steht natürlich jetzt, glaube ich, an einer ungünstigen Stelle. Kann das sein? Ich glaube, wenn wir das hier hin machen, müssten wir da eigentlich positive Aspekte setzen können. Oder besser so. So, ha? So, jetzt können wir hier was machen. Ein Bauplan für die Montage soll ich jetzt wählen. Und dabei habe ich hier unten das. Und dafür brauche ich Kupfer, Zahnräder. Ja, und die kriege ich dann. Kupfer kriege ich daraus. In der Holzkiste ist natürlich mehr wie Kupfer drin, ne? Warte mal, das müssen wir anders gestalten. Ach, Zahnräder waren da, ne? Da komme ich natürlich nicht hin, weil ich viel zu weit weg stehe. So, warte mal, ich mache mal den weg. Und baue den dort wieder hin. Ne, das war falsch. Wie wir drehen. So, und dann rollen die wieder ein Stück vor. Und dann brauche ich von diesen einen. So. Strom fehlt hier auch noch ein bisschen. Machen wir mal so hin und dann klappt das auch schon. So, gucken wir da mal rein. Er macht das. Jetzt fehlen uns noch die Zahnräder. Die müssen wir da auch noch hinkriegen. Und die sind zurzeit dort. Ach, da muss ich hinlaufen, damit ich da reingucken kann, ne? Die sind ja zurzeit dort. Ich bringe die mal ganz einfach hier jetzt gerade hin. Dann funktioniert das mit der Forschung auch. So, das ist okay, aber ich wollte diese Zahnräder dann auch gleich da reinmachen. Passt. Das war die falsche Taste. Und dann gehen sie darüber, oder? Ich hoffe, das funktioniert jetzt richtig hier. Ah, das waren jetzt nur zwei aus Versehen, gehe ich mal von aus, oder? So. So, da sind ja jetzt erstmal genug drin. Genau so ist es. Vierer sind voll, das heißt, ich muss die abnehmen. So, jetzt brauche ich wiederum einen Roboterarm hier, den ich da andersrum hin mache und einen da. Gut, das sollte so passen. Da oben muss noch ein Fließbandteil hin.
So, passt es auch. So, die sollten jetzt funktionieren, ne? So, und dann brauche ich einen, der hier hinkommt und das Rote rausmacht. Ja, aber die beiden machen das jetzt nicht da rein. Geht das nicht automatisch, oder? Was ist falsch am Laufen? Ah, da müssen auch noch Grüne rein, super. Kriege ich die Grünen zusammen? Wo bin ich denn jetzt am Stehen? Ich sehe, ach, hier unten. Gut. Wie produziere ich die? Kupfer und Metall. Ja. Aber das geht auf jeden Fall schon mal in der Hinsicht, dass ich jetzt zwei da habe. So, Kupfer habe ich dort. Jetzt müsste ich nur gucken. Metall kommt da an. Kupfer habe ich hier. Wie kriege ich das da hin? Zahnräder gehen auch nicht immer durch, aber ab und zu klappt's ja, oder? Das heißt, ich müsste hier mal jetzt aufhören, Zahnräder zu produzieren oder raus runterzunehmen, ne? Das bedeutet, der hier muss dann mal erstmal weg, glaube. Gut. Jetzt muss ich noch hinkriegen, dass die weiter durchlaufen. Kriege ich das so hin? Muss ich mal gucken, ne? Rotieren wir mal andersrum. So, geht das? Ich hoffe mal, ja. Der nimmt jetzt auf jeden Fall nicht die passenden Dinger da weg. Ich muss jetzt mal gerade noch so ein Teil bauen hier. Wenn das gleich fertig ist, muss ich das hier irgendwo hinsetzen, ne? Das müsste ich mal hier hinsetzen vielleicht. Dann den Knickarmroboter drehen und so reinsetzen. Ich glaube, da muss ich erst noch ein Förderband haben. Ich weiß jetzt nicht, was da gerade gemacht hat. Drehen, so machen. So, Bauplan müsste jetzt hier aber der sein. Da brauchte ich verstehe ich das jetzt richtig? Nee, ne? Da. Kupfer und Eisen. Der ist schon richtig, oder? Der holt zurzeit nur kein Kupfer dabei weg. Das ist das Doofe. Ja, Hier liegen jetzt auch irgendwie Zahnräder dabei, wo ich gar nicht weiß, warum die da hinkommen, ne? Kupfer ist schon ein bisschen knapp, ne? Nee, Strom ist ja wahrscheinlich da.
Irgendwas ist jetzt hier noch verkehrt. Irgendwas ist hier noch verkehrt, ich weiß aber nicht was. Der nimmt da runter und tut's da rein. Aber ich hab hier doch den an. Montagemaschine 1. Was ist denn hier verkehrt? Nee. E. Für Forschung benötigt. Ich habe die Dinger doch schon selber hergestellt. Ach, tatsächlich macht er das daraus, oder was? Okay, das ist natürlich jetzt echt ein hartes Ding dann, da für Knickarmroboter herstellen zu müssen, um die Forschung da voranzukriegen. Ich war fest von überzeugt, dass man da was anderes braucht. Wo stehe ich denn jetzt hier gerade? Auch da. Das ist ja krass, oder? Ja. Dann muss da ein anderes Programm hin, ne? Wenn ich dafür Knickarmroboter herstellen muss erst, ne? War das jetzt der? Ich glaube ja, ne? Oder diese Förderbänder. Da brauche ich aber Eisen für. Ne, Zahnräder und Eisen. Zahnräder sind vorhanden, Eisen fehlt dann. Ja, Eisen läuft hier auf, wird aber nicht abgenommen und deswegen ist das ein kleines Problem für uns, würde ich sagen, ne? Die Kiste ist voll, deswegen geht da jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Jetzt räumt er wieder ab. Ich kann hier die Zahnräder mal reinlegen und natürlich auch die Platten. Dann macht er da Zahnräder hin. Krass, oder? Ich glaube, wir müssen da noch ein ganz schön kompliziertes System aufbauen. Dass das klappt. Ja, er macht immer noch weiter. Er kann aber nicht mehr abnehmen. Ja, das wird ja schwer. Das heißt eigentlich schon fast, dass ich hier das abbaue. So rumbaue. Und dann irgendwie dort noch so eine Dingens mache, sag schon, hier den hier mache. Den stelle ich dann dahin. Geht nicht, auch gut. Machen wir halt dahin, da fehlt der Strom noch. Gut. Hier bauen wir jetzt Fließbänder immer noch. Und da wollten wir jetzt
eigentlich ja das bauen. Dafür braucht man noch Knickarmroboter. Für Knickarmroboter brauchen wir aber Zahnräder, Eisenplatten. Elektronische Schaltkreise auch noch. Respekt. Jetzt muss ich erst gucken, dass ich elektronische Schaltkreise irgendwo herbaue, ne? Die gibt's da. Baue ich die hier irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Ne, da werden ja die Zahnräder gemacht. Da auch. Stellt sich mir gerade die Frage, ob das hier das Richtige ist. Dann können wir das auch so machen, ne? Und werden die gebaut? Kupferkabel fehlen dafür. Das heißt, ich muss erst Kupferkabel machen. Das müsste gehen, aber an der falschen Stelle sehe ich gerade. Das geht also doch nicht. Das heißt, der muss hierhin gebaut werden. Wieder so ein Ding. So, kommt gleich. Der kommt dorthin. Wir brauchen wieder Strom. Dann brauchen wir Knickarmroboter. Können wir welche bauen, gar kein Problem. Machen wir auch gleich ein paar mehr. Wir müssen ihm aber erstmal sagen, was er bauen soll, ne? Dann macht er das. So. Und das kann dann wieder aufs Band. Richtig. Der hat keinen Strom. Warum geht das nicht? Wo stehe ich? Das ist die Frage, ne? Da geht auch noch. Machen wir mal dahin. Der hat aber keinen Stromanschluss dort. Auf ein neues. So. Da sind 5 Stück drin, die werden aber jetzt nicht abgeladen. Muss ich nochmal gucken. Wo waren die da? Da sind die. Okay, da unten hat es gerade ordentlich Schießerei gegeben. Da muss ich auch noch aufpassen. Bauen wir mal den. Und dann setze ich den mal dahin. Ach, der wird anders betrieben. Ne, das wollen wir da nicht haben. Mit Strom geht er nicht. Der hat da keinen Strom, okay. Dann kommt er da wieder weg. Und kommt er dahin. Und das Band ist so vollgelaufen, dass er es nicht abnehmen kann. Oder ablegen kann wahrscheinlich. So, dann machen wir das mal hier so hin. So, kann das jetzt weglegen? Ja, kann er, hat er geschafft. Kriegt aber nur einen dahin. Ja, da haben wir jetzt ein Problem. Aber ich glaube, dieses Problem, das bekämpfen wir nächstes Mal, wenn wir dann die nächste Folge haben, weil ich glaube, jetzt geht's gerade ein bisschen wir. Mal schauen, dass wir das irgendwie in geregelte Bahnen kriegen. Aber naja, ist halt nicht alles so einfach hier, ne? Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.